Leute, seid ihr bereit für eine weitere Folge von Super Mario Galaxy? Ich bin es auf jeden Fall. Willkommen zurück. Und heute wird es aber, ja, sehr klebrig, würde ich mal sagen. Denn wir gehen in eine neue Galaxie. Um genau zu sein, in die Honigbienenkönigreich. Und by the way, das ist, glaube ich, mit einer der einzigsten Galaxien, die keinen Galaxiennamen hat. Mhm. Das ist eigentlich ziemlich krass. Fliegbienen Mario. Ja. Deshalb habe ich auch eben gesagt, dass es klebrig sein könnte. Denn wir werden nämlich in einen, ja, Bienenkönigreich gesteckt. Und dort werden wir von bösen Bienen attackiert. Ja, nein, tatsächlich nicht. Denn die Bienen sind hier tatsächlich lieb. Nicht so wie im echten Leben. Okay, gut, eigentlich sind die im echten Leben eigentlich auch ziemlich lieb, würde ich mal sagen. Die Wespen sind die Viecher, die einen, ja, sag ich mal, nerven. Hinten ist, by the way, ein One-Up. Und, ja, das sollte man sich immer vor Augen führen. Weil das nämlich immer etwas ist, was einen immer ziemlich nervt. Das ist das Königreich. Unsere Königin regiert dieses Land. Oh, ist doch schön. Boah, diese Galaxie liebe ich eigentlich sehr, weil, ja, es ist halt einfach viel offener als die Eierplanet-Galaxie und generell das alles andere, was wir kriegen. Naja, Kömmlinge müssen die Königin begrüßen. Ja, das hatte ich sowieso vor. Und ich persönlich finde auch, dass die Galaxie wirklich gut gewählt ist. Also sowas hat Nintendo noch nie so wirklich gemacht. Und normalerweise kennt man das ja von Mario, dass die zweite Welt, zumindest in den 2D-Marios, immer eine Wüstenwelt ist. Oder, ja. Also meistens das zweite Level oder Kurs, Galaxie oder was auch immer, ist halt immer, ja, sehr einfach. Also meiner Meinung nach immer so das erste Level, was man immer in Mario spielt, ist halt immer so Tutorial-mäßig, um alles erstmal kennenzulernen. Und dann geht's halt so richtig los. Und steigt auch die Schwierigkeit. Wir müssen vorsichtig sein. Die ganzen Felsen, die hier rumrollen, die sind ein bisschen gefährlich. Also ganz großen Bogen drum machen. Damit uns hier die Münze schnappen können. Und dann ist hier ein Stern drin, ne? Mit dem wir dann das ganzen Felsen umnocken können. Und da gibt es auch nochmal sehr viel Sternstaub. Und das ist auf jeden Fall sehr cool, weil, ja, wie schon erwähnt, das brauchen wir. Also, lohnt sich es auf jeden Fall, hier hinzugehen. Und ja, es ist ja auch so, dass, by the way, Bienen und Wespen sich ja komplett unterscheiden, weil einige denken immer, hör, scheiße, hier ist eine Biene, ich werde jetzt, ja, wie soll ich sagen, verletzt, dies und das. Das ist kompletter Schwachsinn, also, da braucht man echt keine Angst zu haben. Kannst du hochfliegen? Nein, das kann ich tatsächlich nicht. Aber gleich! Und das ist halt so eine Sache, die halt leider manche nicht verstehen. Ich habe mich damals auch damit schwer getan, weil manchmal konnte ich die Bienen und die Wespen nicht unterscheiden. Aber die Unterschiede merkt man eigentlich schon ganz grob eigentlich. Ich glaube, die Wespen, die haben viel dünnere Striche als die Bienen. Und sind ein bisschen haariger. Sag ich jetzt einfach mal. Und da ist ein neuer Pilz, den wir in Mario Galaxy ganz neu kennengelernt haben. Denn den gab es nämlich vorher nicht. Und den werden wir uns nämlich jetzt mal krallen. Denn mit diesem hier können wir uns in Bienen Mario verwandeln. Du wurdest zu Bienen Mario. Halte A gedrückt, um zu fliegen. Ja, wir können als Biene hier rumfliegen. Oh yeah. Und das heißt, wir können jetzt auch hier hoch. Klar, man hätte auch einfach so hier hochgekonnt. Aber naja. Ich will das Ganze natürlich regulär spielen. Und wow. Sollte man natürlich nicht runterfallen. By the way, die Boom hier geben auch Münzen. Und hier sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein. By the way, cooles Detail. Diese, ja, wie, was sind das eigentlich für Dinger? Einfach fliegen oder so?
Insekten auf jeden Fall, die den Bienen und den Wespen nicht so wohlgesonnen sind. Oder eigentlich schon, aber aua. Oder verfeindet sind, eher gesagt. Also glaube ich zumindest. Warte mal, da oben war doch noch was. Ach, da oben sind ja nur Münzen. Ja, okay, gut, brauchen wir jetzt nicht. Und wen sind wir denn da? Das ist wahrscheinlich die Pinkel. Ah, nee, da war noch ein One-Up. Ja, okay, egal. Die One-Ups werden eh tatsächlich nach jedem Spielreset resettet. Finde ich dämlich, aber okay. Keine Ahnung, warum Nintendo das immer macht. Aber die One-Ups wurden ja eh in... Also seit Super Mario Odyssey wurden die One-Ups tatsächlich, joa. Tatsächlich outdated und haben sie es weggelassen. Und, boah, hier ist Honig, Alter. Ein bisschen was schnappen hier. Ey, verpiss euch. Bisschen was schnappen hier. Honig ist sehr geil. Vor allem, wenn man das schön auf einem Brot knallt mit Butter. Schön. Boah, das ist geil. Ein Tee ist eigentlich auch ziemlich geil. Also Honig ist generell geil. Aber es muss frischer Honig sein. Ich bin da eher so ein Fan von wirklich frischem Honig und nicht dem Ramsch, den sie im Laden verkaufen. Es muss schon ein richtiger Honig sein. Und es ist halt einfach Fakt. Ah, hier kann man die Kamera frei bewegen, siehst du? Weil manchmal kann man die Kamera echt nicht bewegen. Das finde ich halt irgendwie bescheuert. Naja. Gut, hier ist Wasser. Wir dürfen als Bean Mario logischerweise kein Wasser berühren, weil Wasser ist so der Feind von generell Insekten einfach. Und da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Ah, diese Blumen hier, die bringen uns nach oben. Mit denen können wir uns wegschleudern. Und als Bean Mario können wir auf diesen Blumen stehen. Würden wir jetzt das Power... Oh, hier ist ein One-Up. Würden wir jetzt Bean Mario nicht haben, dann, ja, würde die Blume tatsächlich verpuffen, sobald wir als normaler Mario auf diese Blume gehen würden. Soll natürlich ausweichen im Wasser, weil es ist nämlich ein bisschen gefährlich hier, aber geht eigentlich. Und dann, ja, auf die große, fette Blume. Ist bestimmt ein Heiligtum der Bienen, weil sie ja den ganzen Nektar aufsaugen. Ist ja tatsächlich üblich, dass sie das machen. Und, nur. Das ist die Honigmauer. Bienen können hier festen Halt finden. Ja. Das ist auf jeden Fall krass, dass die Bienen das können. Das ist auch logisch. Ich meine, die produzieren ja die ganzen Honig. Die müssen ja irgendwie da durchkommen. Und hier ist, by the way, so ein kleines geheimes Plätzchen, wo man Sternteile bekommt. Noch ein Bienenpower-Up. Und hier noch ein paar Münzen. So, und dann kann man sich hier als Biene draufklappen. Als normaler Mario funktioniert das natürlich nicht. Sonst würde das Power-Up ja richtig unnötig sein. Und ich finde auch das Theme ziemlich cool. Ja, auch mal was Neues, was man im Mario noch nie so wirklich vorher gesehen hat. Einfach mal ein bisschen was aus dem Real-Life mitnehmen, so bienenmäßig. Das macht Nintendo ja öfters mal, so ein bisschen mehr aus dem Real Life ins Mario-Universum zu bringen. Warte mal, da ist doch was. Aha. Das tun sie ja auch tatsächlich mit Japan oder Asiatischen. Das ist schon richtig geil. So, dann sind wir jetzt hier oben angekommen. Hier oben ist eine Piranha-Pflanze, aber die ist jetzt nicht so gefährlich. Und dann werden wir hier mit einer Ranke nach oben geschickt und zur Bienenkönigin. Oh, wer bist du denn? Egal wer du bist, ich habe eine Bitte an dich. Mich juckt es am ganzen Körper. Also. Kannst du das nicht mal bitte ansehen? Also. Ja, natürlich. Also. Ist natürlich ein bisschen fragwürdig. Ich meine, du bist das weibliche Geschlecht und wir müssen als männlicher Biene auf sie herumkrabbeln.
oder so. Das ist schon ein bisschen weird, aber naja. Denn wir müssen nämlich, ja, wirklich an sie hochklettern und diese ganzen Sternteile sammeln. Alter, ist das weird. Ah, das fühlt sich gut an. Bitte, was? Hotel. Ach du Scheiße. Ja, da. Ah! Hey, wo fehlt noch was? Ah, hier. Danke, Fremder. Ich fühle mich gleich viel besser. Wenn mir mal etwas ist, kümmere dich rum, ja? Ja, natürlich. Also, mache ich natürlich gerne, liebe Honigbienenkönigin. Ja, tschüss, würde ich mal sagen. Das dauert wirklich so schlimm. Also, das war auch safe eine zweideutige Anspielung. Nintendo, wollt ihr mir das erklären? Naja. Wen haben wir denn hier? Ah, eine Biene! Nanu, Mario? Ah, Mario, du bist's. Wir sind auch auf Prinzessin Peach Schloss geflohen. Aber dann ist uns Bowser auf die Pelle gerückt und wir haben uns mit Luigi verirrt. Ah, ganz vergessen. Wir haben einen Powerstern gefunden. Du wirst sie bestimmt gebrauchen können. Also nimm ihn bitte. Ach du Scheiße, Mann. Aber Captain Toad, sehr cooler Charakter, der tatsächlich seinen allerersten Auftritt hat. Mhm. Und die ganzen anderen Toads, die da sind, das sind seine Gehilfen. Und ich kann schon mal sagen, die werden wir öfters sehen. Also ich hatte auf jeden Fall Captain Toad seinen ersten Ursprung. Und das finde ich einfach krass. Und ich mag Captain Toad auch. Der ist sympathisch. Alter, wie viele Sternteile wir mittlerweile haben. Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Nice. Mario. Dein Name ist Mario, nicht wahr? Das haben wir deine Freunde verraten, die uns eine Weile besucht haben. Mario, irgendwie ruft dieser Name Erinnerung wach. Look. Wir haben deine Freunde zur Garage gebracht. Sie wollen dir etwas sagen, also geh sie auf jeden Fall besuchen. Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Aber erst würde ich sagen, obwohl, na komm, wir gehen mal einen kurzen Besuch abstatten. Weil jetzt sind ja die Toads da und der ja hat irgendwas zu uns. Mario, ich bin's, der Briefträger. Ja, ein Brief ist für dich gekommen. Lieber Mario, ich bin im Moment an einem anderen Ort ganz weit weg. Aber das ist schon in Ordnung. Du wirst mich bestimmt retten kommen. Ich glaube fest daran. Ich habe dir mit diesem Brief was mitgeschickt. Ob es dir hilft? Von Peach. Im Brief sind Wunderpilze beigefügt. 5 Stück. Nimmst du die von an? Ja, klar. Ah, selbst in Gefangenschaft ist die Prinzessin wundervoll fürsorglich. Also dann bis zum nächsten Mal. Ja, wundervoll, weil sie sich auch immer wieder anführen lässt. Naja. Was mit dir? Wo bin ich? Ich will schnell nach Hause. Na, kann ich mir vorstellen, aber hier ist es auch eigentlich auch ziemlich schön. Was hat die hier machen? Ah, hier ist by the way noch ein One-Up. Luma wollen ein Raumschiff bauen. Wenn es fertig ist, suchen wir gemeinsam nach Prinzessin Peach und den Powerstern. Ja, richtig cool. Anscheinend ist das die mobile Basis der Rosalina. Aber wer ist sie eigentlich? Doch nicht etwa eine Hexe? Nein, das kann nicht sein. Eine Hexe. Alter. Mario, wir haben es auch irgendwie bisher geschafft. Wir helfen dir, die Powerstern und Prinzessin Peach zu befreien. Du kannst es auf uns sehen machen. Wir sitzen alle im selben Boot. Ja, sitzen wir auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt auch weiter mit dem Honigbienenkönigreich. Und schauen, was diese Galaxie noch für uns bereithält. Da ist eine neue Galaxie, aber die schauen wir uns erst nachher an. So, Notfall am Wachturm. Hört sich natürlich ein bisschen, ja,
bedenklich an, aber naja. Jetzt lernen wir das Honigbienenkönigreich ein bisschen mehr kennen. Es ist nämlich größer, als ihr denkt. Also man bekommt ja so ein bisschen das Feeling von Mario 64 oder Mario Sunshine. Was quasi wirklich ein ganzes Level ist, wo du hier wirklich überall rumlaufen kannst. Ohne lineares Zeug. Das ist einfach richtig geil. Und sowas fühle ich komplett. Hier ist eine Ranke, aber erstmal schauen wir uns hier hinten um. Ah, und die Felsen sind jetzt auch irgendwie kleiner geworden. Sehr interessant. Jetzt sind diese Felsen hier da, wo auch immer die herkommen. Aber die können wir auf jeden Fall zerstampfen. Und dann bekommen wir jede Menge Sternstaub. Ja. Hier kann Mario eigentlich an so harten Dingen mit seinem Hintern eigentlich die Dinger zerstampfen. Wie geht das eigentlich? Also ich habe das nie verstanden so wirklich, wenn ich ehrlich bin. Aber naja. Vielleicht hat er auch seinen Hintern einfach trainiert. Wer weiß. Ihr wisst doch nicht, was er privat macht. Generell ist alles verborgen geblieben, was der Junge macht. Aber joa, ne? Ja, komm. So, schön schütteln. Oh, das war jetzt ein Fehl. Ja, natürlich schön. Stampfattacke ausführen. Sternteile da oben zu bekommen. Ich habe schon wieder falsch gesagt. Sternstaub. Meine Güte. Boah, das Wasser sieht wirklich richtig geil aus, Mann. Ist denen wirklich gut gelungen? Die Macher von mir, Texture Pack. Ich weiß immer noch nicht, wer die Hersteller ist. Muss ich echt mal nachgucken. Dann kann ich das vielleicht im nächsten Part mal sagen. Also ich denke da halt, also ich will es die ganze machen, aber ich denke da nie dran. Aber naja. Gehen wir mal nach hier oben. Und dann ist hier oben ein Wiggler. Sehr schön, dass sie auch wieder mit, diesmal auch mit am Start sind. Dann gibt es hier nämlich einen Knopf und dann erscheint hier eine Brücke, mysteriöserweise. Keine Ahnung, woher die auf einmal kommt, aber sie spawnt einfach. Und dann können wir uns nach hinten verziehen. Hier müssen wir auch drauf stampfen. Also quasi wird uns jetzt gezeigt, dass es eine Stampfattacke gibt. Hey, mein Name ist Schildfried. Wenn du diese Wand erklimmen willst, hör mir Aufmerksamkeit zu. Wenn du während eines Sprungs der Wand festklebst, drücke A für einen Wandsprung. Wenn du wiederholt Wandsprünge ausführst, kannst du ganz weit nach oben klettern, merkst dir. Da, danke. Warum auch immer du sprechen kannst, dieses Schild. Ja, den Wandsprung gibt es natürlich wieder auch. Und der hier ist viel besser als in Mario 64. Das fällt mir jetzt schon sofort auf. Boah, Alter, ich bin so froh, dass Nintendo das abgeändert hat. Weil dieses getimed Drücken, das ist mir immer auf den Sack gegangen. Gut, Dann. Ah, wir müssen ja auch wieder Wandspringer ausführen. Aber das haben wir doch drauf. Mario ist doch sportlich genug. So. Das sind Piranha-Pflanzen, aber ich glaube, die müssen wir nicht alle umbringen, oder? Ich mach's aber trotzdem mal. Ich weiß es nicht mal ganz genau. Unkraut. So. Dann mal nach hier oben. Und hier sind auch wieder Wickler. Die können wir, by the way, auch mit der Stampfattacke besiegen. Achso, wenn man die, by the way, länger liegen lässt, dann werden die sauer. Und schneller. Aber wenn man eine Stampfattacke ausführt, dann werden sie wieder ruhig und bleiben auf dem Boden liegen. Ja, so schnell kann es gehen. Gut, weiter Planet. Und ein Stern. Yeah! Jetzt können wir hier alles umlocken. Yeah! Leider gibt es hier keine Kombos mehr, dass man später dann ein One-Up kriegt. Das finde ich ein bisschen schade, aber naja. Man kann nicht alles haben. Okay. Und jetzt einfach hier runter. Yeah. Yo. Hey, da unten ist ein Sternring. Hä? Warte mal. Bin ich gerade bekloppt?
Achso, nee, das war der Sternring. Achso, ich wollte gerade schon sagen. Okay, nevermind. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich dachte, das wäre der zu irgendein anderer, aber hab mich wohl getäuscht. So, jetzt geht's hier auf Holz. Was die Bienen anscheinend errichtet haben. Und, was seid ihr denn? Yeah. Weg mit euch. Ich hasse Käfer. Naja, hasse tue ich sie jetzt nicht, aber manchmal ist es schon ekelhaft. So, hier unten ist ein 6-Leben-Pilz. Braucht man jetzt eigentlich nicht unbedingt, aber why not? Kann man sich ja mal mitnehmen. Und ansonsten muss man nach hier oben. Komm schon. Und diesen Käfer. Aua! Diesen Käfer hier bezwingen. Und diesen Schalter drücken. Dann bewegt sich hier die Windmühle. Sag mal, Leute, wo lebt ihr eigentlich? Habt ihr bei euch irgendwie in der Nähe Windmühlen? Also, ich habe zumindest keine in meiner Nähe, so ziemlich. Hab tatsächlich noch nie so wirklich eine vor mir gesehen. Komischerweise. Oh, naja. So, hier sind zwei Käfer. Einmal ein Kind, also Mutter und Kind. Oh, scheiße. Und das Kind habe ich umgebracht. Und das ist die Mutter sauer. Aber Ende. Das war dann mal eine richtige Abfertigung, du. Ich war ja wie das Finanzamt. Ihr wollt mir kein Geld geben, also breche ich bei euch zu Hause ein. Grausame Geschichte, aber naja. Sehr, sehr gut. So, eine Mission haben wir, glaube ich, noch. Also, soweit ich weiß, jede Galaxie hat so ziemlich immer mal mindestens 3 Missionen, die man am Anfang machen kann. Also, dann ist man auch fertig. Gegenangriff der Stinkkäferfamilie. Uiuiui, ich glaube, jetzt sind sie sauer. Ich glaube, die sind sauer, dass wir die Mutter und das Kind getötet haben. Und jetzt greifen die Schergen von ihnen an. Und das ist wie, wie nennt man das? Familien im Brennpunkt. Die ganze Stinkkäferfamilie hinter mir her. Oh nein. Dann weg mit euch, gezielt. Aua. Weg, Alter. Also wirklich, also wenn ich in meiner Bude so Ungeziefer habe, ich ekle mich übelst davor. Wenn ich sowas sehe, direkt raus damit oder umklatschen. Ich kann das gar nicht ab. Ja, so, Blasen. Die dürfen die Bienen wahrscheinlich auch nicht berühren, also sollten wir denen auf jeden Fall aus dem Weg gehen, wenn wir einen Bienenanzug haben. Sollten wir den nochmal bekommen, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber wäre mir nur logisch. Na dann mal, auf geht's. Wir können uns durch die Blase hier nach oben schleudern. Okay, dann ignorieren wir mal. Warum ist eigentlich hier überall ein 6-Leben-Pilz? Ich hoffe, das ändert sich noch, weil irgendwie fällt das mir jetzt auf, dass es hier so viele gibt. Aua. Oh, Gott, gütiger, bitte. Ah ne, warte mal, ich glaube, ich war sogar falsch. Ich war sogar, falsch, richtig. Ah, die Skills hier, Alter. Wir müssen hier rein! Und die überspringen wir einfach mal. Oh, die Pinkeligen. Ah, die Nachbarn machen mal wieder Stunk. Kannst du nicht mal mit ihnen reden? Ja, kann ich theoretisch. Anscheinend leben hier die Nachbarn. Dann statten wir ihnen mal einen Besuch ab. Wie gesagt, das ist wie ein Familienbrennpunkt. Und die Familie ist im Brennpunkt tatsächlich. Und aber so richtig. Wie stimmen jetzt auch so eine.
Wow! Wer ist das denn? Der Vater. Der Vater ist wütend geworden. Er hat die Kontrolle verloren und wir müssen ihn aufhalten. Scheiße. Warte mal, geht er wieder zurück? Ja. Hey, Vater! Aber, wärst du wohl besser Milch holen gegangen? Ich glaube, das wäre besser gewesen. Und jetzt fliegt das Ding auch noch. Ist er widerlich? Bäh. Schnell weg mit dem Vieh. Und, bäm! So, das Ding ist rot geworden. Das ist kein gutes Zeichen. Aber wir konnten das Ding kapern und dann ist das Ding aber auch down. Tja. Und da ist der Vater auch down. Das war's mit Familien im Brennpunkt. Ein tragisches Ende, aber was soll man machen? Es ist passiert. Dö-dö-dö-dö. Gut. Ich überlege jetzt noch, ob wir diese eine Galaxie dort machen, die wir freigeschaltet haben. Oh, wir haben noch eine freigeschaltet. Ein Goblin Luma ist aufgetaucht. Ui, was Neues? Ich speichere jetzt mal nicht. Guck mal. Dann decken wir... Oh, es sind zwei. Wir können uns jetzt aussuchen. Nehmen wir das hier. Umdrehboden-Galaxie. Komm, weißt du was? Ich glaube, das sieht nach was Kleinem aus. Das kriegen wir auf jeden Fall noch reingequetscht. Denn diese Fragezeichenblöcke sind immer so kleine Bonusgalaxien, wo wirklich immer nur ein Stern ist. Färbt die Umdrehböden gelb ein. Okay, wir müssen hier wieder diese Böden einfärben. Das auf drei Seiten. Gefährlichen Stachel die sind und boah, schaut mal auf den Hintergrund, das ist ja richtig geil. Ein Easter Egg, und zwar um genau zu sein Super Mario Bros, was eigentlich jeder kennen dürfte. Wer es nicht kennt, der, ja, will ich auch nicht weiter drüber reden. Der hat auf jeden Fall einiges verpasst, du. Das ist einfach Marios Markenzeichen. Hat einfach Fakt. Und oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich hätte erst oben die Dinger nicht machen. Obwohl, warte. Oh, ich konnte doch irgendwie abkürzen. Das war richtig skillig von mir. Muss man eigentlich systematisch vorgehen, aber natürlich. Mach ich dann, mir ist natürlich wieder alles schwierig, aber naja, was soll's. Sollte man auf jeden Fall aufpassen, weil jeder Fehler kann bestraft werden. Aber eigentlich ziemlich einfach. Man weiß wie. Gut, dann. Und wow. Dann nehmen wir das Ding hier mal, denn das scheint uns nämlich nach oben zum Stern. Und dann ist das Ganze auch gegessen. Oh lol, cool. Habt ihr gerade gesehen? Das Ganze hat sich gerade zum Underground-Theme von Super Mario Bros. Geändert. Richtig cool, Mann. Wusste ich gar nicht mehr. Aber das war's dann auch dementsprechend mit diesem Part von Super Mario Galaxy. Und wir haben sogar die erste Galaxie komplettiert. Und wir haben noch eine Galaxie freigeschaltet. Also jetzt geht's aber ab, du. Wir haben ihre Basis an der Front entdeckt. Bleibt zu hoffen, dass sie die Kraft des Sterns nicht missbrauchen. Das stimmt, mein Lieber. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst einen Daumen hoch da, abonniert mich, drückt die Glocke an, damit ihr auch kein Video mehr von mir verpasst und vor allem von Super Mario Galaxy nicht. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Haut rein und ciao!